Wir sitzen jetzt gerade noch auf Kauai am Flughafen. Für uns geht's heute weiter nach Los Angeles. Da waren wir zwar 2019 schon auf unserer USA-Reise, wir schauen uns trotzdem für ein paar Tage nochmal die Stadt an. Wir sind am späten Abend jetzt in Los Angeles gelandet, suchen jetzt nach einem Uber, um zu unserer Unterkunft zu kommen, und übrigens haben wir diesmal wieder ein Hostel. Also mit dem Uber ist doch ein bisschen schwieriger, als wir uns vorgestellt haben. Damals 2019 hat man uns noch ganz normal am Flughafen abgeholt, jetzt mussten wir mit einem kostenlosen Shuttle zu so einem Platz und da wird jetzt unser Uber-Fahrer hinkommen und uns abholen. Wir haben unsere erste Nacht im Hostel schon hinter uns. Die Nacht war leider nicht ganz so gut, deswegen schläft Silvana da hinten noch mal ein bisschen. Denn der Typ hier oben hat gemeint, mitten in der Nacht um 2 Uhr anzufangen, Chips zu fressen. Und er hat sie wortwörtlich gefressen. Und in der Früh hat, glaube ich, im 5-Minuten-Takt die ganze Zeit sein Wecker geklingelt. Aber sowas muss man wahrscheinlich in einem Hostel in Kauf nehmen. Wir haben hier auch Frühstück dabei. Ist zwar nichts Besonderes, nur Toast mit Marmelade, Butter und Orangen gab's. Aber für uns als Vormittagsstärkung reicht's natürlich. Und übrigens sind wir direkt am weltberühmten Walk of Fame. Ihr könnt jetzt gerne mal kurz unter diesem Video kommentieren, ob ihr selbst schon mal im Hostel wart, also in einem Mehrbettzimmer-Hostel, und ob es euch gefallen hat, ob ihr sowas öfter macht oder es eher nicht so euer Ding ist. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ob ihr es gerne mal ausprobieren wollen würdet. Wir sind gerade mit dem Uber zum Venice Beach gefahren. Wir gehen da ein bisschen spazieren und werden dann anschließend noch zum Santa Monica Pier laufen. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long? The only place I know. Listen to the people that I found there.
If you ever see her, let me know. How long, how long, how long did you wait for me? I could make it if I ran. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long, how long, how long did you wait for me? I could make it if I ran. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long, how long, how long did you wait for me? Schaut euch mal diesen Typ an, der erschrickt hier alle, die vorbeikommen. Wir filmen jetzt auch mal ein bisschen mit. Wir gehen jetzt zum Abendessen noch in ein Fastfood-Restaurant, nämlich zum In-N-Out Burger. Dort waren wir 2019 schon mal und es hat uns sehr gut geschmeckt. I got in a cab when I first got here. Took me to the only place I know. Listen to the people that I found there. If you ever see her, let me know. How long, how long, how long did you wait for me? Oh, yeah. Wir warten wieder auf unseren Uber-Fahrer. Der fährt uns zu einem Park und von dort aus haben wir einen guten Blick auf das Hollywood-Sign. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Wir sind jetzt im Lake Hollywood Park angekommen. Ja, man stellt sich unter dem Namen Lake Hollywood Park was viel Cooleres vor. Das ist hier nur so eine Wiese. Aber im Hintergrund natürlich kann man sehen, das Hollywood sein. But I'll be coming home soon. Yeah, I'll be coming home soon. So take me out to California where the sun is always high. Where the streets are paved with gold and no one ever gets old. Ein bisschen oberhalb von dem Park ist so ein Aussichtspunkt. Hier sind zwar einige Leute, nicht ganz so viel, aber man kann hier richtig schöne Fotos machen. Für den Rückweg haben wir leider keine Möglichkeit, Uber zu nutzen, denn wir haben kein Internet oder eine amerikanische SIM-Karte. Wussten wir aber schon davor, dass das nicht funktionieren wird. Deswegen laufen wir jetzt über eine Stunde zurück zur Unterkunft. Hoffentlich war es keine schlechte Idee. I'll be longing.
Wir sind komischerweise wieder im In-N-Out-Burger gelandet. Diesmal haben wir so spezielle Pommes geholt mit Käse und so einer Soße. Haben wir noch nie gegessen und Silvana probiert es jetzt erstmal. Und bewertet natürlich von 1 bis 10. Nochmal? Eine 10. Eine 10? Ja, das ist ja gut. Heute ist schon wieder unser letzter Tag in Los Angeles und obwohl wir ja direkt am Walk of Fame sind, hatten wir bisher noch gar nicht die Möglichkeit, ein bisschen die Gegend zu erkunden, vor allem die ganzen bekannten Sterne. Deswegen machen wir das jetzt. Es ist auch richtig schönes Wetter und anschließend werden wir zum Sonnenuntergang heute Abend noch auf eine Aussichtsplattform gehen. Mal wie cool, schaut euch diesen Typ an. An wen erinnert er euch? Hier. Hier ist der wunderschöne Walk of Fame, aber es gibt auch andere Seiten von Los Angeles. Und jetzt geht's für uns weiter zum Sonnenuntergang auf die Aussichtsplattform.
Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, doch nicht bis zum Sonnenuntergang zu bleiben. Das Wetter sieht nicht so gut aus und nicht, dass es jetzt bald anfängt zu regnen. Wir laufen auf jeden Fall jetzt noch 1,5 Stunden runter und hoffen natürlich, dass es da auch nicht anfängt zu regnen. Aber es sieht auch nicht nach einem schönen Sonnenuntergang aus bisher. Vielleicht haben wir ja noch einen auf dem Rückweg. Und wir wollten euch noch erzählen, wo es für uns als nächstes hingeht, denn es ist fast das Ende unserer Weltreise, es ist schon fast ein Jahr jetzt vorbei. Wir werden nämlich morgen nach Mallorca fliegen, zu Silvanas Papa. Der befindet sich jetzt schon ein paar Monate auf Mallorca, überwintert da sozusagen, und den besuchen wir, da freuen wir uns schon sehr, und danach geht es dann leider wieder nach Deutschland.